Moin, ihr Füchse da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Darksiders 2 in der Definitive Edition. Wir sind gerade in der Gießerei und auf dem Weg, drei ja, Wächterherzen sozusagen zu organisieren. Und dort machen wir mal munter weiter. Jetzt erkunden wir aber erstmal hier dieses Unterwassergebiet. Ihr wisst ja, wie das ist. Bei Unterwassersachen könnt ihr immer davon ausgehen, dass irgendwo was versteckt ist. Irgendwo ist da immer was. Da hinten ist nichts mehr. Hier unten vielleicht noch irgendwas. Nee? Na gut. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich das Ding da oben, ne? Hier sehe ich zwar den Wächter. Wenn ich jetzt da hochschwimme, bringt uns das, glaube ich, relativ... Nee. Wir müssen irgendwie den Deckel aufmachen. Vielleicht hast du eine Idee? Nee. Moment, da sind wir reingekommen. Da können wir auch wieder raus. Alles klar. Ich sehe schon. Ich sehe schon, was gedacht ist. Ups. So, wollen wir gucken. Erstmal nochmal nach hinten gucken, ob hier noch was versteckt ist. Nein. Wir sehen ein Bällchen. Wir sehen das Ding. Das Gefühl, er muss wieder die Tür öffnen. Halt mal die Tür auf. Oh, doch nicht, ne? So, erstmal wieder nach unten gucken. Hier ist nichts. Also es sieht schon hübsch aus. Auch die Unterwasserlevel sehen einfach wieder wirklich, wirklich smexy aus, muss man einfach sagen. Komme ich da jetzt hoch? Ja, da kommen wir da nämlich hoch. Dann ist da eine Kiste irgendwo. Versteckt. Kistchen geht auf. Was bringt uns... Okay, wir wissen nicht so genau, was das bringt, aber es ist schön, dass es das gibt. Kam ich hier jetzt nicht her? Ich glaube schon, wir müssen, glaube ich, da lang. Ja, das läuft schon. Wir kriegen das schon hin. Ja, vielleicht auch nicht. Doch, doch, ich bin zuversichtlich. Okay. Ah! Ich nehme die Tür. Okay, das finde ich vernünftig. So, warte. Okay, dann halt mal hoch das Teil. Ich roll jetzt derweil mal hier diese Kugel durch. Ich hätte mehr in der Schmiede arbeiten sollen. Ja. Alte Walus kann das viel besser. Oh mein Gott, aber es reicht ja. Dann los. Du machst das schon gut genug. Oh, warte. Ich habe nicht genug Kraft. Oh, warte. Ich muss das da hochmeddeln. Moment. Erstmal müssen wir es drehen. So. Dann, wenn wir gezielt haben... Dahin, genau. Dann können wir den... Oh, scheiße. Das müssen wir noch ein bisschen besser machen. Da müssen wir möglichst gerade... So, jetzt aber. Und bam! Komm schon! Das war doch hundertprozentig! Findet ihr nicht auch, dass das... Das war optimal. Na also, jetzt aber eingelockt, das Ding. Wir bekommen Unterstützung. Dö-dö-dö-dö-dum. So, wo müssen wir denn damit hin? Wieder zurück offensichtlich. Warte mal. Komm mal her. Komm mal her. Jetzt legen wir erstmal gemütlich los. Mit dir kann ich erstmal das da oben kaputt machen. Oh, cool. Und ich kann Gegner hauen. Bam! Da fühle ich mich natürlich jetzt richtig sicher. Ah, das ist das Arschlochteil da. Geh bloß kaputt, Mann. Da haben wir definitiv keinen Kopf drauf. Ja. Da kannst du von ausgehen. Ah, warte mal, den Dickmeier da, den mache ich platt. Lass mich das ruhig mal machen. Ich habe so einen leichten Hass auf die Biester, vor allen Dingen, wenn sie zu zweit auftauchen. Ja, lass mich ruhig mal ein bisschen mit meinem... ne, draufhauen. Was denn? Lass mich erstmal das hier kaputt machen. Eins nach dem anderen. Wir wollen ja die Kisten auch mitnehmen, ne?
So, was haben wir denn da? Was haben wir denn Schönes hier? Schüchen. Okay. Jetzt gehen wir den Weg erstmal zurück. Warte, da liegt noch was rum. Ja, deswegen hat er gesagt, hier, ich hab da tolle Waffen. Nicht verkehrt, dankeschön. So, los geht's. Wir eiern dann mal gemütlich zurück. Kann ich eigentlich auch die Sachen, die da oben hängen, kaputt machen? Ja. Wenn, dann wollen wir auch vernünftig aufräumen. Soll ja schön aussehen, ne? Alles zerkloppen, was geht. War da jetzt irgendwas drin? Oh ja, das ging schnell. Da war ja schon die Kiste. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Na, aufsteigen. Und weiterfahren. Wir räumen ein bisschen den Weg auf, dann weiß man, wir waren mal hier. Okay, das klappt irgendwie oben nicht, ist auch egal. Hauptsache, der Weg ist frei. So, und hier gab es auch noch was zum Zerknallen. Ne, da geht es nicht lang, also es geht nur hier entlang. So, nu. Das ist natürlich jetzt die Frage. Ah. Ich würde mir beim Versuch den Hals brechen. Deswegen mache ich das ja auch, ne? So, warte. Und Bangs. Schön sieht das hier aus. Fast nicht gefährlich. Jetzt kann man da irgendwie einmal ran, wo ich noch nicht so genau weiß, was das bringt. Ah ne, das ist der Weg. Und irgendwie hier auf der anderen Seite ist auch noch... Oh mein Gott, wie soll man denn da rankommen? Das macht mir etwas Sorgen. Man müsste da wohl irgendwie an der Wand entlang, aber das will ich ungern ausprobieren, muss ich sagen. Wenn er das jetzt gleich nämlich nicht trifft oder nicht greift, dann wird er ganz schön in den Arsch. Aber wir versuchen es mal, komm. Noch ein bisschen weiter, so. Ob das wohl klappt? Ich weiß es nicht. Sieht nicht so aus, als würde das klappen. Wir können ja mal speichern. Nee, oh, scheiße. Nee, das klappt nicht so gut. Aber ich denke, das ist tatsächlich der Weg irgendwie. Man muss da wohl einfach ordentlich treffen, aber das lassen wir erstmal. Vielleicht gibt es auch einen anderen. Ich habe jetzt keine Lust, so viel Leben aufzuopfern, um das in irgendeiner Form zu probieren. Da hinten läuft auch schon einer lang. Geil. Hui, ups. Ah, vielleicht wenn man da jetzt so lang springen würde. Das könnte vielleicht klappen, aber mal gucken. Erstmal nicht zu viel riskieren. Wir gehen das hier gemütlich an. So, okay. Jetzt kommt wieder der Walljump und jumpen. Auch noch das. Wunderbar. Und los geht's. Whee! Whee! Ups. Das lief doch schon mal. Hundertprozentig. Dann gehen wir jetzt durch diese Tür. Sind dann auf der anderen Seite. Da habe ich schon Gegner gesehen. Ah, solange es dabei bleibt. Adel. Ich hab den dicken Hammer hier. Guck dir doch, ne? Erms. 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 Moin. Auf engstem Raum wird hier gekämpft. Hey. Was soll denn das? Ich hab zwar diese Chaosgestalt, aber die möchte ich mir ganz ehrlich gerne aufheben.
glaube nicht, dass das ein Kampf ist, wo es schon sinnvoll ist, die einzusetzen. Auch wenn ich gerade jetzt hier so die letzte Runde ordentlich einen draufgekriegt habe. Oh nein. Ja, fick dich, Alter. Champion auch noch. Siehst du, da, dafür war es dann doch gut. Diese Chaosgestalt aufzuheben. Lila Zeug klingt erstmal gar nicht mal schlecht. So, wir speichern kurz zwischen, dann gucken wir mal, wir haben gerade lila Sachen eingesammelt. So, diese Sense ist übler als die, die wir aktuell haben. Diese Sense macht Exekutionsschaden. Was macht denn die? Zorn bei kritischen Treffern. Ja, besser. Ich brauche Zorn. Dieses Ding, wilde Sense des Feuers. Yo, ist noch besser. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Eine Axt! Ja, was haben wir denn da zur Zeit ausgerüstet? 191, dafür Chance auf kritischen Schaden 10 und kritischen Schaden plus 50%. Gut, das Ding macht 243. Ja, nee, wir bleiben mal hierbei. So, was haben wir hier noch? Nix. Hier. Klamotten. Verteidigung geht runter, dafür Kraft und Gesundheit nach oben und gefundenes Geld. Und das Geld, Kraft. Ich glaube, das hier ist ganz geil. Was sind die Verteidigung bei 170? Ja, 164 kann man ein bisschen mit leben. Legen wir mal an. Wie sieht es bei den Schuhen aus? Da geht die Verteidigung wieder hoch. Geil. Legen wir erstmal den an. Und ansonsten hier ist noch einer. Verteidigung geht noch höher. Ja, keinen Erfahrungspunkte-Boost. 5% Erfahrungspunkte ist natürlich nicht verkehrt. Aber das ist trotzdem heftiger. Gesundheit bei Exekutieren. Wow, nicht schlecht. Na egal, wir lassen es erstmal so. So, weiter geht's. Mal kurz speichern, falls wir drauf gehen, dass ich die Waffen noch ausgerüstet habe. So, dann mal das Kistchen hier öffnen. Ein Schlüssel. Ja, was das ist, wissen wir ja schon. Jetzt die Frage, komme ich da auf die Kette rauf? Wir versuchen mal unser Bestes. Ah, läuft. Ich habe ja immer noch das Bedürfnis, dieses Ding da zu erreichen, ne? Aber auch nicht so doll, um es nochmal zu probieren. Man kommt da wohl irgendwie auch von der anderen Seite raus ran. Mal gucken. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Ich weiß nicht, ob wir den nochmal brauchen. Ich lasse ihn erstmal da sitzen. Bin mir da jetzt gerade nicht so sicher. Moin! Ich habe den Schlüssel, wir können weitermachen. Nach dir. Ja, musst du ja. Ich habe ja den Schlüssel. Du kommst ja gar nicht weiter ohne mich, ne? So sieht das Woman aus. So, mach mal auf hier die Tür. Dahinter ist doch bestimmt unser erstes Herz. Naja, oder eine Spiralisierungstreppe, das kann natürlich auch sein. Und hinauf. Da ist nix. Gut, weiter hoch. Warte, das schaffe ich. Oder auch nicht. Ich müsste mir die irgendwie ranziehen. Ich komme mit dem Wächter auch nicht hier rein, ne? Da kommst du nicht hochgefahren, ne? Der passt da nicht rein in den Raum. Gibt's auf der anderen Seite irgendein... Ja, mal gucken. Vielleicht gibt's sogar eine neue Waffe oder sowas. Enterhaken oder so, der fehlt uns nämlich noch. Keine Zelda... Hommage kommt ohne einen Enterhaken aus. Außer das Original-Zelda, das kommt inzwischen ohne Enterhaken. Ja, danke! Ich stehe ja drauf, ne? Hier war's. Oh. Ja.
Was ist das? Alles zerknallt? Ja, sieht so aus. So. Bevor wir weitergehen. Kiste. Wertvolle Kiste. Sie sieht gut aus. Die sieht aus, als wäre da was. Verlieskarte. Ja, siehst du. Da haben wir ja immerhin schon mal die Dungeon-Karte, ne? So, wie komme ich hier wieder hoch? Jo, alles klar. So. Was ist das da? Da ist so noch. Das ist immer verdächtig. Wenn so kleine Ecken da sind, ne? Kann man immer davon ausgehen, da ist noch irgendwas. Was ist hier so gegen? Warte. Ich glaube, so muss ich machen. Komme ich denn da hoch? So ohne weiteres. Wo erstmal noch nicht. Na gut, also das hier ist so ein Endraum. Somit würde ich sagen, da drin erwartet uns das Herz. So rein vom Gefühl her. Das sieht doch sehr herzig aus. Richtig einladend. Da bekommt man noch Bock auf mehr. Moin, muss ich dich kaputt hauen? Ja, ich hau mal drauf. Bam. Oh mein Gott, also... Ja, sowas will man nicht unbedingt mit sich herumtragen. Todesgriff. Ah, mit der Todesgrifffähigkeit kann Tod bestimmte Ziele in großer Entfernung greifen. Er nutzt diese zu seinem Vorteil, indem er entweder sich selbst zu großen Zielen hinzieht oder kleinere Objekte zu sich hinzieht. There we go! Jetzt die Frage, wie schalte ich denn meine... RT-Fähigkeiten durch, weil jetzt habe ich nämlich da nicht mehr meine Waffe, sondern dieses Ding. Damit, dafür hilft uns das aber nichts. Das ist ungewöhnlich. Dass ich da nicht hochkomme. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, aber gut. Vielleicht kommt da noch was. Bei aktiviertem Todesgriff können Sie RT drücken, um sich an Ringen oder Pfosten an den Wänden heranzuziehen. Ah, wo bin ich wieder? Pass mal auf, wir gehen ja jetzt mal zurück. Wir haben das erste Ziel erreicht. Dann kann ich doch jetzt bestimmt auch mir dieses Ding daher rabbeln. Na, siehst du. Läuft doch. Du. Hier hätte jetzt das Herz drin sein müssen. Ich weiß nicht, zählt das als ein so ein Ding? Wahrscheinlich nicht, ne? So, dann machen wir uns mal auf den Weg zurück. Jetzt können wir auch die eine Kiste erreichen. Die uns gerade eben noch so fern war. Was macht der denn da? Also offensichtlich ist er zu doof, die Treppe runterzulaufen. Das ist auch nicht so einfach, ne? So eine Treppe zu bedienen, das ist schon... Das ist schon schwierig. Asche, was sagst du eigentlich, wo wir lang müssen? Oh, holy shit. Gegners, sag das doch. Stufe aufgestiegen. Das war ein nettes Aufwärmtraining. Kommst du noch? Ja, ich glaube, er hat es jetzt geschnallt. Er macht sich gerade auf den Weg. Du kommst aber hier lang, ne? Ich hole eben noch die eine Kiste, die uns fehlt. Und dann geht das weiter. Nee. Ich folge dir nicht. Ich hole jetzt die Kiste. Ah, hier gibt es einen RT. Ah, so kann ich direkt auf den Wächter dann drauf. Alles klar. So geht's, passt man auf. Okay, es geht nicht. Muss ich vielleicht springen und es dann versuchen? Ich habe Angst, es auszuprobieren. Jo, klappt. Manchmal muss man was riskieren. Ja, ist doch gut, Hahn, wie was ihr gehört. So, ihr hört den Hahn kriegen, ne? Ihr wisst, was das wieder bedeutet. Er will mal wieder eine Pause machen. Er meint mal, ist diesmal wieder an der Zeit, dass wir uns mal kurz ausruhen, ein bisschen entspannen. Machen wir jetzt auch, weil ich brauche noch einen Kaffee. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.